Abstiegsrang entfernt. Auch für Regionalligist Homburg brachte das Nachholspiel gestern Abend gegen Mainz die erhofften 3 Punkte. Denn die ersten beiden Spiele des Jahres, die gingen schon verloren. Und mit dem 2:0 gestern konnte man quasi den totalen Fehlstart abwenden. Nach gut einer Stunde. Die Phase, in der sich 2 entscheidende Dinge ändern sollten. Zum einen die Position von Homburgs Trainer Christian Hock nach kurzer, aber heftiger Schiedsrichterschelte. Zum anderen die Homburger Chancenverwertung. Bis dahin ein offensivfreudiger FCH noch glücklos beim Thema Torabschluss. Und dies gleich mehrmals. Nun aber sollten Trainer und Mannschaft für eine kämpferisch überzeugende Vorstellung ausreichend belohnt werden. Unfreiwillig unterstützt durch den Mainzer Torhüter Pierre Kleinheider hatte Josué Lioté in der 68. Minute leichtes Spiel. Der Defensivmann verantwortlich für das erste Offensiverfolgserlebnis 2011. Die Jungs haben in der ersten Halbzeit schon sehr viel investiert, sind ein großes Tempo gegangen und sind weite Wege gelaufen und haben halt sich in der ersten Halbzeit mal wieder nicht belohnt dafür. Und in der zweiten Halbzeit war es dann auch mal nötig, dass man so ein dreckiges Tor macht, wo der Ball einfach nur im 16er liegt und man dann reinschiebt. Ohne den verletzten Nico Weißmann Homburg nur 2 Minuten später unterwegs zum Doppelschlag. Andreas Haas bereitete vor, Jean-Claude Mpasi vollstreckte. 70. Minute, der Aufsteiger meldete sich zurück, nach zuvor 3 Niederlagen in Serie. Die Mannschaft hat sich zusammengerauft. Wir haben die kurze Zeit genutzt nach dem Spiel in Wiedenbrück und haben einiges geklärt und es musste auch geklärt werden. Und heute hat die Mannschaft eine geschlossen gute Leistung gezeigt. 2:0 gewonnen. Christian Hock war gleich doppelt zufrieden. Der Trainer durfte die Tribüne verlassen, seine Mannschaft die Abstiegsplätze der Regionalliga. Die deutsche Badminton.